Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 Blood Dragon mit mir, dem Pete. Und ich habe mir gedacht, eventuell starten wir heute mal, indem wir jagen gehen. Ich möchte mir gerne ansehen, wie das so ist und was man so jagt in der Welt von Blood Dragon, die ja verrückter nicht sein könnte eigentlich. Wollen wir mal interagieren. Einige hinterlistige Kasuaren rebellieren. Töte ihren Anführer und stoppe ihren Plan, die Menschheit zu unterwerfen. Oh Gott. Okay. Das soll eine Mission sein. So, wo muss ich denn dafür hin? Jägerziel da oben. Alles klar. Packen wir mal unser Böcklein aus. Sag mal, können wir theoretisch auch Drachen besiegen? Ich glaube schon. Die Frage ist, wollen wir das theoretisch und praktisch machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür habe ich zu viel Angst. Was geht denn hier ab? Ah, ich muss diese Waffe nehmen, oder was? Eigentlich, das rüstet dich aus. Okay, finde und erlege die seltenen Kasuare mit dem Cobra-Con. Dann wollen wir die mal suchen gehen, glaube ich. Was läuft denn da rum? Alter, die haben rote Augen. Eins von zwölf. Are you serious? Hört ihr die? Die hören sich ja voll krank an. Kann ich zoomen? Erfolg? Ich dachte, ich muss zwölf Tiere töten. Okay, habe ich mich wohl gerade irgendwie verlesen. Sorry. Es gibt wahrscheinlich zwölf unterschiedliche Tiere und das war mehr so ein Erfolg im Sinne von, okay, du hast so ein Tier gefunden. Aber da sind noch mehr von solchen Viechern. Das gab 4000? Okay. Guck mal, wie viele da rumlaufen, Alter. Das sind voll die Monsterviecher. Fuck. Ich bin voll der Monsterschütze, seht ihr das? Oh Gott, ja, voll der gute Plan, einfach mal irgendwo durchzuschießen. Egal, die nehmen wir natürlich aus. Genauso wie wir bei Far Cry 3 auch immer alles ausgenommen. Oh, und die Menschen können wir hier nicht aus. Oh Gott, ich brenne. Hui. Oh, wie ich die ganze Zeit höre. Die machen mir voll Angst. Und scheiß, die haben rote Augen. Erstmal Fernsehgerät einstecken. Noch so einer. Okay. Alles cool, glaube ich. Wir haben jetzt quasi da die Punkte gemacht. Müssen dahin. Und ich würde sagen, es bietet sich an, vorher die Garnison zu holen, oder? Was meint ihr, Freunde der Sonne? Was für eine Waffe haben wir eigentlich ausgetauscht? Oh, okay, alles klar. Ich glaube, alles ist safe. Sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob die verkackten Tiere böse auf mich sind. Oh, was haben wir denn da hinten? Da muss ich mal kurz angucken. Ja, lad mal nach, als wenn wir das nicht gerade schon gemacht haben. Motherfucker. Zieht euch das rein, ey. Die Tiere sehen ja alle total krank aus. Ich wollte den Eintrag im Kodex haben, einfach. Darum ging es mir gerade. Lol. Alter, hab ich mich erschrocken. Not funny, bro. Not funny at all. Ich höre schon wieder eine Schlange. Da. Nein, Alter! Ich höre noch eine. Alter. Wo bist du? Oder war die das? Ich glaube, die hat nur noch so einen Todesschrei von sich gegeben. Was haben wir da denn? Schweine. Ohne Scheiß, die Welt hier ist total crazy. Seid ihr sauer auf mich, wenn ich zu euch komme? Offenbar nicht allzu sehr. Was nehme ich denen eigentlich, wenn ich da... Geld. Ich nehme Schweinen Geld ab. Was schreiben die? Was steht bei denen drauf? Sloan? Okay, wie krank ist das denn? Sehr krank, möchte ich mal kurz sagen. Aber da sind keine Gegner drin, ne? Nee. Ohne Scheiß, das DLC ist einfach nur... Ohne Scheiß. Was haben die sich... Ich frage mich, was die sich dabei gedacht haben, weißt du? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die müssen sich ja quasi so an den Tisch gesetzt haben bei den Entwicklern und haben so überlegt, okay, wir wollen auf jeden Fall einen DLC zu Far Cry 3 machen.
Okay, ich meine, wir haben hier eine wunderschöne Insel. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, dass wir einfach uns irgendeinen anderen Protagonisten aussuchen, der auch total geilen Scheiß auf der Insel erlebt. Und wir erzählen dann die Geschichte erst von Scheiß dem. Scheiß sammeln, um Scheiß freizuschalten. Dann kriege ich den Scheiß. Alles klar. Aber dann haben die sich gedacht, nö, nee, lass das mal nicht machen. Das ist zu naheliegend. Lass mal lieber ein DLC machen, wo alles total verrückt ist, wo alles total bescheuert aussieht, wo Straußen rote Augen haben. Zeige neue Mission an. Alle Gegner eliminieren. Und wo wir uns lustig machen über 80er Jahre Spiele und Filme. Und dann müssen die anderen gesagt haben, ja, das ist eine viel bessere Idee als das, was wir eigentlich geplant haben. Lass das machen. Weißt du? Das ist doch crazy einfach nur. Wieso höre ich hier eigentlich die ganze Zeit ein Auto und weiß nicht so richtig, wo das ist? Wo fährt denn das rum, bitte? Das sieht so aus, als würde das unter uns fahren. Oh, dieses ganze DLC ist so verwirrend. Wieso ist hier keiner, aber ein Alarm? Sind die alle unter mir? Bin ich bescheuert geworden? Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich bin bescheuert geworden. Oh, zieht euch das rein. Ich bin direkt da drüber. Irgendwo wird hier hart geschossen. Guck mal da. Vielleicht sind die deswegen nicht auf der Position gewesen. Aber ich habe da gerade keinen Alarm gesehen, ganz ehrlich. Das muss ja quasi unter uns gewesen sein. Haben die den erwischt? Nee. Ist da noch jemand? Tippen wir mal nein. Leute, okay, das. Ruf deinen Sunny, dann kann ich den auch töten. Habt ihr das gesehen, Leute? Bin ich pro oder was? Der wollte gerade hier irgendwie zum Alarm rennen, der nicht wirklich da ist. Oh, hier ist noch. Guck mal, hier, unter mir, seht ihr die Menschen, die sind alarmiert. Und ich weiß nicht, wo die sind. Das macht mich wahnsinnig. Kann ich hier runter? Oh, what the fuck, Junge? Erstmal hier kurz die Tiere looten gehen. Und Omega-Soldaten. Vor allen Dingen, wieso habe ich eigentlich vorhin Punkte gekriegt für einen angeblichen lautlosen Kill, obwohl ich voll laut mit der Sniper geschossen habe? Das ergibt ja auch wieder keinen Sinn. Oh, zieht euch den da unten rein. Wie er da gammelt. Oh ne, ich wollte jetzt nicht meine fette Waffe ziehen, weil ich will mich mit Sicherheit nicht mit dem anlegen. Aber wieso gammelt der da so rum? Ich sehe hier auch keine Schilde. Das ergibt keinen Sinn alles. Ha, was macht denn der da? Ich will mich nicht mit dem anlegen. Ich glaube, ich muss da wirklich runtergehen sofort. Okay, 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 okay. Wir machen das. Wir machen das. Kein Stress, Leute. Kriegen das hin. Was soll das hier sein, ey? Ohne Scheiß. Ich gehe da jetzt runter. Ich habe das Gefühl, dass die Waffe, die ich habe, ziemlich scheiße ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mit der voll daneben geschossen habe. War das so euer Gefühl bei der Sache? Ich habe das Gefühl, dass die Verstärkung gerufen haben. Das sind alles nur so Gefühle, die ich habe in meinem Leben. Okay, wisst ihr was? Es wird Zeit. Ohne Scheiß, wieso muss ich jeden einzelnen Schuss nachladen? Das war am Anfang aber auch noch anders. Okay, Leute, ich habe Angst und ich glaube, hier ist ein verkackter Drache unten drin. Okay, laden wir nochmal kurz nach. Das ist alles sehr ungünstig hier gerade. Habe ich mich mal wieder richtig gut angestellt, oder was sagt er? Egal, tot ist tot, oder? Oh,
fuck, da kommt noch so einer. Die halten mir ein bisschen zu viel aus, ehrlich gesagt. Junge, was soll das? Oh oh. Aua! Der kann mich durch Wände schlagen. Oh Leute, ey, ich sterbe hier. Was geht hier ab? Angst. In jeder Form, die es gibt, strömt durch meinen Körper. Haben die sich hier irgendwie Drachen zu Fuck, da unten ist noch so ein Wichser. Ich glaube, unter mir ist noch ein Drachen. Penisnase. Penisnase. Hierfür habe ich überhaupt gar keine Schuss mehr. Ich verstehe, verstehe, verstehe. Standardoperation läuft. Ich habe da unten einen gesehen, ohne Scheiß. Der hätte mich gerade auch beinahe gesehen, aber ich weiß nicht von wo. Oder sitzt er oben drin? Nee. Da ist der Wichser. Ist das nicht böse auf mich, Drachen? Was ist das denn hier eigentlich? Garnisonsmegaschelde deaktiviert. Garnisonsmegaschelde deaktiviert. Fuck! Boah, Leute, wieso treffe ich denn nichts hier? Oh! Oh! Was ist das denn für einer? Flammenwerfer-Typ! Nicht gut! Nicht gut! Oh! Gucken, wie viele der davon schluckt. Oh, Alter. Geht ja gar nicht klar, ey. Das ist alles ein bisschen anstrengender, als ich dachte. Ohne Witz. Das muss ich beim nächsten Mal ganz anders machen. Ich habe jetzt nicht... Wenn ich mich an Far Cry 3 erinnere, war das alles so Pillepalle, wisst ihr? Und hier kommen die auf einmal mit einem verkackten Flammenwerfer an, während da unten irgendwelche Drachen durch die Gegend laufen und mich mit Laserwaffen schießen. Und, irgendwie die Shotguns, die schießt irgendwie nur noch, die muss jedes Mal einzeln nachladen. Und alles, ich bin verwirrt. Und hier ist immer noch ein Drache. Ich weiß nicht wo. Was mach ich denn mit dem blöden Drachen? Egal, ich will zu dieser... Hat er mich gesehen? Wo ist der denn? Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier nicht frei bewegen kann, Leute. Ich höre den, aber ich weiß nicht, wo der ist. Wo soll denn der sein? Ohne Scheiß. Macht mich wahnsinnig. Ich habe doch vorhin hier unten noch einen Drachen gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat, glaube ich, auch auf mich geschossen. Da bin ich mir auch... Wo ist denn der Drache jetzt hin? Der ist ja ganz woanders jetzt. Egal, wir beschäftigen uns hier mal kurz jetzt mit den Aufsätzen. Waffen. Irgendwas... Ich glaube, ich konnte die... Ja, ich konnte da jetzt ein Laservisier drauf ballern. Das machen wir auch mal direkt. Auch wenn die Waffe voll scheiße ist, ey. Mehr kann ich noch nicht machen, ne? Nee, das habe ich schon richtig gesehen. Okay. Was ist das da oben? Irgendein Omega-Schild? Weiß ich nicht. LOL! Ich habe das Gefühl, dass ich nämlich allzu viel Damage mache. Schlecht. Oh!
Was macht das Schild? Macht er was Gutes oder macht er was Schlechtes? Garnisonsmegaschilde deaktiviert. Garnisonsmegaschilde deaktiviert. Oh, ich hab den Damage gemacht. Hab das gesehen. Das ist ein guter Trick, um die zu töten, glaube ich. Über den stehen und auf die schießen. Okay, schlecht, wenn man keine Munition mehr hat. Aua, und die einen volltreffen. Aua. Ja, endlich, die schießen auch mal auf den. Ey, wollt ihr mich verarschen, ey? Leute, habt ihr das mal gecheckt? Da ist ein verkackter Drache mitten in der Base. Wollt ihr mich verarschen? Oh oh. Oh oh. Eventuell, oh oh. Oh Gott! Kann ich dir nochmal Granaten werfen? Ja, ich weiß es, glaube ich, wieder. Wo ist der verkackte Drache denn jetzt? Oh, da. Das hat ihn zumindest erwischt, den Jungen. Oh. Oh. Oh, ich glaube, ich habe keine Medikits mehr. Ich gebe dem jetzt alles, was ich habe. Ohne Scheiß. Ich glaube, der hat alle meine Leute hier gekillt. Könnt ihr mir mal sagen, wie viel die aushalten? Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Oh. Ich bin in einer keinen guten Position, um den zu treffen, sehe ich gerade mal. Wieso ist denn der eigentlich gerade so eiskalt durchs Schild gelaufen? Kann mir darauf jemand eine Erklärung geben? Ja, reparier dich mal. Meine Munition hält sich in Grenzen. Und zwar extrem. Ein Schuss, zwei Schüsse noch dafür. Ein einziger Schuss noch dafür. 10 Bogenschüsse habe ich noch. Machen die überhaupt Damage? Oh, das war gefährlich. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich fliehen muss. Sieht nicht so aus, als wenn die Damage machen würden, oder? Aber das hatten, was wir da noch haben. Aua. Hat das Damage gemacht? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Oh, guckt euch unseren Arm an. Oh Gott, dem geht's nicht so gut. Aua. Ich glaube, das macht Damage. Mehr drauf werfen. Oh, oh. Alter, ja, jetzt will ich dich aber auch killen. Ohne Scheiß. Jetzt musst du aber auch drauf gehen. Okay. Ich hab nichts mehr mit Mausrad. Okay, zur Not, Wichser, komme ich gleich mit der Hand runter und hau dich im Nahkampf. Oh, die Munition nachzukaufen wird teuer, Leute. Ich sag euch. Oh, guck mal, was wir hier noch haben. Guck mal, hätte ich das mal vorher gewusst. Wie wird mit davon ein bisschen? Oh, oh. Ich glaube, der wird gerade böse. Bist du gerade böse? Oh ja. Yes, Sir. Hat er nicht mal was fallen lassen? Neues Gesundheitsfeld. Wir sind in Level gestiegen. Ja, das will ich aber auch hoffen. Ganz ehrlich, nach der ganzen Geschichte. Alter, ich raste aus. Ich glaube, wir waren mit unserem Level noch nicht wirklich dafür ausgestattet, diesen verkackten Drachen zu töten. Damit habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Guck mal, wie der hier liegt. Ich frage mich, wo wir gerade da draus gezogen haben. Ich glaube, da raus. Oh, schade. Funktioniert nicht. Alter, das ging ja überhaupt nicht klar. Komm, lass mich hier dran. Ich muss mal Munition nachkaufen für alles. Schmerzhaft, schmerzhaft. Kartenscan. Ah ja, genau, sowas nehme ich immer mit.
Ich erinnere mich. Nanomet-Sonden hatten wir jetzt auch nicht allzu viele. Also maximale Anzahl erreicht. Okay, alles klar. Boah, Jungs, ey, das, ihr macht mich fertig. Da können wir jetzt noch einen Auftrag annehmen, aber ich würde nochmal ganz kurz checken. Alter! Die habe ich nicht gesehen. Ich habe mich zwar gefragt, was das für ein Geräusch ist, aber... Mal, wieso sind hier nicht... Sind das nur Lampen oder was soll das? Oh, wo wird denn hier geschossen? Das hört sich nicht gut an. Ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst habe ich. Egal, ich werde mich jetzt hier verschanzen. Wir machen nochmal Folgenpause. Das ging jetzt alles deutlich länger, als ich dachte. Ich wollte nur mal kurz hier, weißt du, die Garnison einnehmen. Und dann, zack, irgendwie hat das alleine schon ewig gedauert. Und dann war auch noch dieser verkackte Drache. Und oh mein Gott, ich bin überfordert. Egal, wie gesagt, kurze Pause. Ab morgen dann wieder da. Bis dahin, haut rein, Leute. Blub, 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 blub.